Ihr habt Bock auf Automatisierung? Dann seid ihr bei Jumo genau richtig. Ich bin der Valentin und in diesem Video zeige ich eine Profinet-Kommunikation zwischen Variton 500 und einem Deacon Touch, die wir mittels einer kleinen Codesys-Applikation aufbauen werden. Los geht's! In meinem Testaufbau verwende ich einen Variton mit einem Reglermodul. An dem Reglermodul sind zwei Temperatursensoren angeschlossen und die beiden Temperaturwerte werden wir per Profinet an ein Jumo Deacon Touch weitergeben. Der Jumo Deacon Touch berechnet einen Mittelwert aus den beiden Temperaturen und dieser Mittelwert kommt wieder zurück per Profinet in die Codesys-Applikation vom Variton. Ich mache die ersten Vorbereitungen im Deacon Touch und zwar in dem Konfigurationsbereich von Profinet habe ich zwei Slots angelegt. Der erste Slot ist vom Typ Analog Out. Hier kommen die beiden Temperaturwerte 1 und 2 und diese mappe ich auf die externen Analogeingänge 1 und 2. Mit der Slotbezeichnung Variton Pfeil Deacon Touch will ich die Richtung symbolisieren. Der Slot 3 ist genau umgekehrt. Das ist ein Analog in 16 Typ und die Variable oder der Selektor, den ich hier gewählt habe, ist das Ergebnis der Mathematik 1. Mit dem Slotnamen Deacon Touch Pfeil Variton will ich die andere Richtung symbolisieren. Weiterhin habe ich in dem Konfigurationsbereich von der Mathematik, habe ich in der Mathematik 1 eine Logik hinterlegt, sodass ich aus den beiden externen Analogeingängen 1 und 2 eine Summe bilde und dann eine Division durch 2 durchführe. Ist eine ganz einfache Mittelwertbildung. Bevor wir in der Codesys-Applikation ein Deacon Touch als Profinet-Device anlegen können oder verwenden können, müssen wir eine Gerätebeschreibungsdatei vom Deacon Touch installieren. Diese Gerätebeschreibungsdatei finden wir auf der Jumo Homepage vom dem Deacon Touch selber. Und zwar gibt es hier eine sogenannte GSDML-Datei und diese laden wir herunter. Unter der Codesys können wir unter Tools und Geräte-Repository diese Gerätebeschreibungsdatei installieren. Und schließen das Ganze. Weiterhin habe ich eine globale Variablenliste angelegt mit den drei Variablen, die ich per Profinet übertragen möchte, und zwar Temperatur 1, 2 und der Mittelwert. In dem Programm, PLC Program, übergebe ich die IO-Variablen, die am Reglermodul gemappt sind. Das ist einmal der Analogeingang 1 und 2, die beiden Temperaturen, die übergebe ich hier in dem Programm an diese globale Variablenliste. Nun legen wir los mit dem Profinet-Feldbusaufbau. Dazu selektiere ich die CPU. Mit der rechten Maustaste kann ich jetzt ein weiteres Gerät hinzufügen. Gerät anhängen. Und dazu gehe ich unter Feldbusse und füge im ersten Step einen Ethernet-Adapter. Dann selektiere ich den Ethernet-Adapter und lege hier einen Profinet-Master an oder den Profinet-Controller. Dann selektiere ich den Profinet-Controller im Gerätebaum und nun werden mir die möglichen Profinet-Devices angezeigt, die Codesys kennt. Und da wir jetzt schon den Jumo Deacon Touch installiert haben, können wir den Deacon Touch anwählen und selektieren.
Der Deacon Touch bringt standardmäßig den Slot 1, das ist der Device-Status-Block. Und hier kann ich weitere Slots anhängen, und zwar analoge Ausgangswerte und analoge Eingangswerte. Ich schließe das Ganze nun ab. Als nächstes müssen wir bei dem Ethernet-Adapter eine Verbindung zu unserer LAN-Schnittstelle herstellen. Dazu mache ich einen Doppelklick auf den Ethernet und sage hier unter der Netzwerkschnittstelle: Okay, benutze bitte die LAN-Schnittstelle 1. In meinem Falle ist es die IP 192.168.187.45. Dann selektiere ich den Profinet-Controller und vergebe einen eigenen Controller-Namen, nun Stationsnamen, und hier lege ich auch den IP-Adressenbereich, die Devices haben können. Da mein IP-Bereich von 187 liegt, 187, hier können wir ruhig bei der 2 bleiben, oder man geht einfach hier auf den Knopf anpassen und dann wird das automatisch der Range angepasst. Ich übertrage das Ganze auf meine Steuerung. Und starte die Applikation mit dem Startbutton oder mit dem Taste F5. So, wie ich hier erkennen kann anhand der Symbolik, die Ethernet-Schnittstelle wurde erkannt, der Profinet-Controller von der Codasys ist bereits mit dem Status Run oder aktiv. Nur der Deacon Touch wird noch nicht erkannt. In meinem Testaufbau vergebe ich meinem Deacon Touch einen eigenen Namen oder Stationsnamen. Ich nenne den MyDeacon. Und unter den Slots, die ich hier hinzugefügt habe, einmal die Ausgangswerte. Ausgang, das ist das, was ich rausgeben möchte. Und zwar mappe ich hier die globalen Variablenlisten oder aus denen die Variablen aus der globalen globalen Variablenliste. Deacon Touch Punkt Temperatur 1 und nochmal die Temperatur 2. Und das, was über den Eingangsslot in die Applikation zurückkommt, das wird unser Mittelwert sein. Ich übertrage das Ganze nochmal. So, der Deacon Touch meldet sich immer noch nicht, weil der in dem Profinet-Feldbus noch nicht für den Controller bekannt ist. Und zwar müssen wir den Controller erneut selektieren und unter der Topologie können wir einen Scan durchführen. Und hier wird ein Device erkannt und diesem Device gebe ich denselben Namen, den ich für den Deacon Touch im Stationsnamen vergeben habe und sage: Okay, hier bitte eine IP vorgeben. Der Controller vergibt jetzt die IP-Adresse an den Deacon Touch. Und wir erkennen schon hier anhand der grünen Symbolik, dass der zumindest schon erkannt wurde. Ah ja, okay, ich habe es nochmal aktualisiert und hier steht auch die IP-Adresse 187.2. Also mein Deacon Touch meldet sich mit dem Port 001. Ich gehe hier auf die Variablenliste und ich erkenne tatsächlich die Temperaturen
mit 24 Grad und 55 Grad und der Mittelwert davon ist die 40. Das ist das, was der Deacon Touch uns schon zurückliefert. Das war eine kleine Profinet-Applikation, die wir mit einem Variton 500 und Deacon Touch realisiert haben. Über einen positiven Rückmeldung würden wir uns freuen. Ich hoffe, das Video hilft euch bei euren Applikationen. Und viel Spaß beim Anwenden und Arbeiten mit unseren Jumo-Produkten. Bis dann. Ciao, ciao.